Kannst du deinen Bart das anzeigen lassen? Bestimmt. Ich pack kurz meinen Frosch. Kann ja auch einfach die Dodos herbringen, ne? Kann ja zum Glück nicht viel tragen. Aber ich ja auch nicht. Sich festgepackt, der Herr. So. Komm schon. Falscher Dino. Komm mal, was hast du denn da? Ein Reittier. Ist das diese Raubkatze da oder? Ja, Säbelzahnkatze. Nice. Kann man dir ein bisschen Gewicht abnehmen? Nö, ich bin ja schon gleich am Ziel. Säbelzahntiger erinnert mich an den von He-Man. Oh ja, da. Battlecat, glaube ich, ja. War der Name. Möchtet ihr spazieren gehen? Was ist mit euch? Möchtet ihr auch spazieren gehen? Möchtet ihr sein Lieblingsessen? Die sind alle schnuckig, ne? Tintobären. Okay. Tintobären sind die roten, habe ich jetzt gelernt, wegen dem Wein. Die roten. Ja, okay. So, dann. Ne, auf 0 war das, ne? Und dann E. Ja. Das hatte ich als Tipp beim Einloggen, dass die Bären nach ihren Farben benannt wurden. Wer möchte spazieren gehen? Dann gehen wir gleich spazieren. Macht ja auch Sinn, tatsächlich. Oje, 87er Terzi. Oje. Wäre schon cool, wenn man den halt irgendwann mal zähmen könnte. Meine Eier sollten ja langsam genug da sein. Ich würde jetzt mich auf die Suche machen. Vielleicht mit ein paar Raptoren als Unterstützung. Und mich um Prime Flash kümmern, sodass wir auch mal einen weiblichen T-Rex haben für die Eier. Oder so zwei oder so. Not sure. Weil wir brauchen die Eier, um krasse Viecher zu dingsen, glaube ich. Sind ja schwarze Bären drin, eine. Brauche ich einen Lederschlafsack? Für was? Nee, allgemein gefragt. Ich hatte einen Lederschlafsack. Ach so. Mit. Und. Oh, da steht ja noch ein gezähmter Pronto. Hallo. Wir haben zwei gezähmte Brontos. Hi, Tim. Ich wollte nur noch gute Nacht sagen. Gute Nacht und schlaf schön. Gute Nacht. Ach, und Wieke, ich hab den Skin fast erraten. Pass? Ja. Okay.
Also, wie fast? Ich brauch den kleinen Tipp. Brauchst den was? Ich brauchte einen kleinen Tipp. Ach, okay. Schade. Ja. Aber auch nice. Ja, es ist... Ja. Nice. Also dann gute Nacht und bis morgen. Tschüss. Gute Nacht und schlaf schön. Ja. Kann es sein, dass einer meiner kleinen Dinos gestorben ist und ich hab's nicht mitbekommen? Das würde oben eigentlich stehen. Steht Mindbreaker wieder draußen oder noch draußen? Noch draußen. Hat sich nicht geändert. Oh, der ist hier ganz rot. Tecko. Sind eigentlich Tech-Viecher stärker oder besser? Oder sehen die nur anders aus? Weil die kann man ja an einem höheren Level wild fangen. Weil ich glaube nicht, dass man das sehen kann in-game, oder? Allgemeine Frage? Ja, tatsächlich. Also da bräuchte ich gleich eine Antwort. Oder kann man das, andersrum kann man sehen, ob es irgendwie Vor- und Nachteile dingst. Nur das Level kann höher sein. Das war's, okay. Und die sehen natürlich cooler aus. Finde ich jetzt. Ich bevorzuge die klassischen Tiere. Echt? Ja. Ah. Ich finde die halt so schick einfach. Not sure. Och, herrje. Oh, nice. Für mich waren die immer nur für Electronics da. Zum Killen. Okay. Ich hatte mir überlegt, dass ich halt meine Raptor-Armee so ein bisschen umschwenke auf... ich weiß nicht, ich kann mir halt vorstellen, dass ihre Mutation richtig geil bei solchen Tech-Dingern ausschaut, wenn die so eine richtig abgefallene Farbe haben. Not sure. Umschwenken auf. Ja, wir haben hier, ich kenne nur Türkis bis jetzt als abgefahrene Farbe. Also das ist die einzige Mutantenfarbe, die ich hier kennengelernt habe. Und halt die Halloween-Skins. Also würde ich einfach mal sagen, umschwenken auf, sowas wie Türkis. Ich dachte bei Umschwenken auf ein anderes Tier. Nee, das glaube ich nicht, dass es geht. Gut, Dauer ist fast fertig. Vielleicht baue ich ein Häuschen für die Dodos oder so, oder? Die Dodos nerven irgendwie, oder? Wie viele Dodos hast du? Nicht viele, 4 oder so. Aber wir brauchen die Eier, deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht ganz cool, dass ich mich da kümmere.
mal kurz nach den O-Tieren. Boah, ist das schwer, mit einem Pelagorn spazieren zu gehen. Das dauert ja Ewigkeiten. Kann ich nichts zu sagen? Bitte? Ich kann nichts dazu sagen. Okay. Komm schon. Ach, hat das geklappt? Nee. Oh Gott, ah, hat geklappt. Ach je, wie lange brauchst du? Come on, Pelagornis. Nice, es ist ein Dodo geschlüpft. Hallo? Gerade dabei, den kleinen Hallo? Cricket da hochzukriegen. Ja, gerade geschlüpft. Sweet, oder? Kannst du den nicht hochfliegen mit dem... Nee, der ist noch heranwachsen. Der hat noch nicht gelernt zu fliegen, leider. Das ist echt ein Krampf gerade. Pelagornis! Ja, oh, komm schon. Gerade, dass man die nicht irgendwie schleppen kann, tragen kann. Das geht bestimmt. Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Vielleicht geht das so. Oh mein Gott, es geht so, guck mal. Oh, perfekt. Okay. Perfekt, ich schau mal eben. Perfekt. Perfekt. So. Nein, ich will das Ei haben. Ei. Perfekt. Machen die kleinen Reifeprozess. Nice, die Reifen vor sich hin. Brauche ich noch Fisch oder geht das nur? Boah, die haben den ganzen Fisch gegessen. Boah. In den Grill habe ich Fisch reingeschmissen. Aber gegrillten Fisch essen die nicht, ne? Doch. Oh. Okay. Oh, es ist ein schwarzer Dodo rausgekommen. Ein Megalosaurus am Strand weniger. Oh nee. Ach, hast du gekillt? Nice. Ja. Der war schlimm. Kätzchen am Leveln. Oh je. Ist noch ein Dodo? So. Bär. Perfekt. Okay, was haben wir denn hier noch? Oh, das ist ja ärgerlich. Das Dodo-Ei steckt so halb im Fundament drin mit den Tieren. Hm. Ist wohl nicht dafür gemacht.
Ich finde das so schade, dass es keine, dass der Oviraptor die Dinger nicht einsammelt, die Eier. Es wäre so ein Träumchen gewesen, sich nicht ständig kümmern zu müssen mit dem Einsammeln. Hm? Oh! Oh, Scheiße. Was denn? Ich hab ein Hallo. Kommst du weg? Kommst du weg? Okay. Schön. Allosaurier 84. Ist einfach gerade ein Peter in meinem Garten gelandet. Kann er nur. Ja, so ein Wilder. Das Schöne ist, sollte sich mal am Bronto in meine Basis verirren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bronto stirbt, hoch. Okay, dann bin ich mal eben wieder... ein bisschen Fisch sammeln. Und letztens okay. Ganz gut, dann mache ich das mit den Pelagones wieder. Ich hatte vorhin gesehen, wo ich mit dem Frosch unterwegs war. Dann kann ich auf ewig meine Klonprojekte da, also meine kleinen Itchies einfach da lassen und die regeln das. Oh, Träumchen. Irgendwas wollten wir letztes Mal farmen, irgendwie Obsidian oder so, weil wir irgendwas bauen wollten, was ganz Bestimmtes. Ich weiß aber nicht mehr was. Kühlschrank oder so, oder was zum Kochen, eine Kochstation. Ich glaube, der Kochtopf war das. Okay. Ich würde mir... Industriekocher. Ja, ich würde gerne einfach jetzt mal kurz nach Fisch sammeln und danach würde ich freiwillig ein bisschen... Industrie, also ein bisschen Obsidian sammeln. Hättet ihr auch Bock mitzukommen? Ja, gerne. Okay. Auch nur leider noch einen Moment, ich bin nicht so schnell. Ich habe jetzt noch zwei Dodos, da möchte ich, dass das weibliche überlebt. Ein Träumchen. Oh, Scheiße. Was denn? Raptor 87. Und ich kann nicht bowlern und ich kann nicht Dings. Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, oder? Ich hab ihn erwischt. Hast du ihn getötet? Schade. Ja, leider. Ach Mann, ey. Kann ich mit Resistenz es irgendwie pushen, dass die Gesundheit schneller wieder nach oben steigt, oder? Nee, ich glaube, nur mit, wenn du selber, wenn du was isst. Ja, gestern habe ich gerade noch. Aber ansonsten nicht. Resistenzen sind nur für Hitze, Kälte zuständig. Schade, wo kann ich jetzt... Oh, da ist ein Terzi. Ein Patsch in der Nähe.
brauchen die denn schon wieder? Spazieren gehen, kuscheln. Spazieren gehen, kuscheln. Ist euch auch so warm? Ja. Es geht. Also in-game meine ich. Ja. Okay. Ja nicht. Da ist ein richtig krasser bei mir gelandet, der jetzt, wenn ich Pech habe, stirbt. Nice. Nicht gestorben. Was für ein Kibbel ist wohl ein Dilo? Keine Ahnung. Ein Dimo, glaube ich. Wie heißt die Papagei nochmal? Dimorphodon. Scheinlich grünes. Fleisch? Nee, leider gar nicht. Kannst du mal Zähmen öffnen? Zähmen? Jo. Weißt du, was du damit meinst? Gucken, wo ich bin. Zähmen. Allosaurus, what the hell? Leider ein männlicher. Ah, krass. Oh shit, ist der schnell nicht mehr bewusstlos. What the hell? Oh fuck. Kibbel. Beeilung, Beeilung. Hast du was gegessen oder was? Nee, ich hab mir so einen Papagei geholt, der flog hier rum. Weil die sind wohl gute Verteidiger gegen Itchies. Ja. Oh, aber bei mir kommt ein Drop direkt vor der Haustür. Aber sowas von direkt von der Haustür. Fertig geworden mit den... Nee, Pegagons sind immer noch nicht fertig. Ich muss eigentlich jetzt ganz schnell Fisch holen, aber hier ist so ein Papagei. Bitte was? Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Sorry, sorry. Was habt ihr gesagt? Ich habe gesagt, bei mir kommt ein Drop direkt vor der Haustür. Okay. Ein gelber. Nee, das andere. Was das andere? Ernsthaft? Er ist weder das Grüne. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Lol. Verdammt. Den Allo darfst du dann gerne haben, wenn der fertig ist. Den Allo? Jo. Aber ist deiner, den kannst du ruhig behalten, das ist kein Problem. Ich krieg eh Ärger, wenn ich noch mehr Dinos zähme, aber die würde ich schon gerne. Ja, da hinten hab ich ihn. Wie mache ich das weiße Kibbel? Ich krieg das schon raus. Oh, ich muss sie beeilen. Ist der Nachtmodus? Ja, hier spawnen alle vor unserer Basis, direkt vor der Nase. Und Rex ist auch. Wie bitte? Ist der Nachtmodus an? Ist irgendwie so grell. Ja, ich glaube schon. Ah ja. Peinlich. Ja, hatte ich an. Alter, welches Kibbel ist der Dude? Ich habe jede Farbe reingetan, aber der ist irgendwie kein Kibbel.
Er ist nicht das Kibbel. Was? Verstehe ich nicht. Ja, der ist das nicht, Pete. Och, Pete freut sich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er verarscht mich, weil ich das falsche Kibbel die ganze Zeit nehme. Ich habe jedes ausprobiert. Ich habe grünes ausprobiert. Nee, der ich habe Hallo geschrieben mit Ausrufezeichen. Nee, er ist erstmal Hallo mit Fragezeichen geschrieben. Und ich habe ihm gerade gesagt, dass alles gefährlich jetzt vor unserer Haustür spawnt, wie Rexe und Allos direkt vor der Haustür. Und ich glaube, das war deswegen. Ah. Ja. Und wegen dem Kibbel bin ich mir nicht sicher, weil ich habe wortwörtlich alles reingehauen. Gerade, also weißes, grünes und blaues und er isst einfach nichts davon, der Dude. Kackdude. So lol. Spazieren gehen. Hm. 85 Fuß. Das dauert mit dem Gott, denke ich. Wir sorgen jetzt, wir machen jetzt gleich Obsidianfarm für den Fikostation. Raptoren habe mit oder was Level. Meinst du? Und ich habe hier zum Hochstufen was. Dann müsste doch sein Level auch steigen, oder? Nochmal was? Ach nee, das ist die XP. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Kein Kibbel? Are you kidding me? Ich habe mir die Frage selber beantwortet, indem ich laut nachgedacht habe. Okay. Ey, dieser Kackdings ist gar kein Kibbel. Are you fucking kidding me? Das Ding ist kein Kibbel. Oh, shit. Ja gut, dann brauche ich jetzt Prime Flash. Nehme ich mit. Ist der schon ausgewachsen? Oh, der ist schon ausgewachsen. Perfekt. Dich nehme ich mit. Weil ich will nicht, dass du stirbst. Perfekt. So. Sieht man, wie so ein Dino wächst? Wenn er heranwachsend zu ausgewachsen. Kann man sehen. Wir sind irgendwie die ganzen männlichen. Oh, scheiße, wir haben schon 11. Oh. Dudes draufgegangen. Angst, dass der. Oh, ich brauch so dringend jetzt. 1, 2, Prime Fleisch. Okay. Holy Grail, du bist da wohl nicht so doof, durch eine Tür zu laufen. Are you kidding me? Oh. Er ist schön, aber dumm. Das ist mein Holy Grail. Ja, das kommt hin und wieder mal vor. Hm.